Guten Morgen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die Menge tobt. Ja, wir haben es Montag, 8.15 Uhr. 8.12 Uhr, sorry. Ja, ich stehe noch in der Firma. Eigentlich wollte ich heute früh so gegen 5:30 losfahren. Aber dann habe ich noch gestern die Nachricht bekommen, dass ich eventuell für jemanden ausladen soll, der krank geworden ist. So ist es dann auch gekommen. Musste ausladen. Und warte mal. Ist ja widerlich. Ja. Ich hätte eigentlich noch einen zweiten ausladen sollen, aber das macht jetzt ein anderer nachher. Der ist dann irgendwann da und der lädt dann den zweiten aus. Ist jetzt auch nicht schlimm. Das heißt, ich kann dann gleich losfahren. Ich gucke mir jetzt noch ein Käffchen und dann düse ich los. Ich habe Lust mehr. Ich kann dann alle nicht mehr. Ja, ja, so viel dazu. Rolling up, Uber black, Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tat. Guten Morgen, wir haben es 7.22 Uhr irgendwie so in dem Dreh, Dienstag, und wir sind gerade am Ausladen. So sieht's aus. Ich habe schon die Papiere für Rewe. Ich habe eine Ladestelle in Dietzenbach, bin ich jetzt nicht traurig drüber. So wie das. Ja. Ja, dann waren wir hier fertig, sind in 20 Minuten in dem Dreh. Könnte genau. Dann ein Käffchen holen und dann geht los. Ne? So, das war gegen spätestens 9:30 Uhr. Spätestens 9:30 Uhr in Dietzenbach sind. So schaut's aus. Ja. Hier nachher nicht mehr lang.
mit Lahn. Wir haben es 10.41 Uhr. Also diesmal habe ich nicht geladen. Also ich habe nur ein paar Rollcontainer aufgestellt. Das hat mein Kollege Schnürschuh darauf gestellt. Also mein guter Kumpel hier auch von Rewe. Boah, Alter. Also beim besten Willen. Der ist wirklich nur dafür gemacht, die Rollcontainer einfach nur an die Rampe zu fahren. Der sollte die LKWs nicht beladen. Definitiv nicht. Das ist eine Katastrophe, wie der lädt. Der ballert in den Auflieger rein und an die andere Ware ran, dass der da fast aus der Ameise rausfliegt, nach vorne über, weißt du? Dann muss er sagen, Alter, will der mir die ganzen Rollcontainer da auch irgendwie in die Zugmaschine reinstellen, irgendwie ins Fahrerhaus oder so? Ey, das kannst du dir nicht ausdenken, teilweise. Naja, ja, wir sind auf jeden Fall unterwegs. Schätze mal so gegen 19 Uhr in dem Dreh bin ich zu Hause, beziehungsweise in der Firma gekommen. Und dann, ja, bis ich selber noch nicht was gemacht habe, liegt außer Ausladen. Schauen wir mal, ne? Guten Morgen, wir haben es Mittwoch. Oh, guck mal da, ein schöner Radlader. Oh, ich jetzt voll Bock drauf. Wa? Schön auf dem Radlader. Oh, geil, richtig schön Radlader fahren. Oh, so cool, hätte ich voll Bock drauf. Aber nee, ich muss ja wieder nach Bing raus. Oh. Danke, ist gerade übrigens der Beast voll, ja. Und schnell Papiere wegbringen und dann nach Berlin laden und dann hier wieder los nach Bingen. Voll toll. Richtig schön. Naja, was willst du machen? Wa? Wir sind ja in den nächsten Wochen E-Bus 3 Fernfahrer. Von daher wird es nochmal richtig spannend. Also ich werde nicht spoilern, aber wir haben Stau. 10 Minuten. Naja, wird locker mehr sein. Kirchheimer Dreieck. Die Überfahrt auf die A7 und überlege gerade schon, ob ich dann Bad Hersfeld runterfahre und dann die B62 und dann Niederaula wieder rauf und dann Richtung Hattenbacher. Kommt, glaube ich, dabei aufs Gleiche bei raus. Naja, mal schauen. Werde ich spontan entscheiden. Ja. So, ich bin jetzt in Bad Hersfeld abgefahren. Ich hatte da keine Lust drauf gehabt. Navi hat immer gesagt 8 Minuten und dann auf immer 40 Minuten. Dann waren es wieder 8 Minuten und dann, dachte mir so, nee. Bevor du dich da anstellst, ja, kein Bock drauf. Und so bin ich jetzt in Tatsache genauso schnell. Von der Zeit her. Und ich glaube, es war jetzt noch ein bisschen schneller, weil im Stau verlierst du ja trotzdem immer mal noch ein bisschen mehr, als würdest du so eine kleine Umfahrung machen hast. Aber es ist auch mal schön, wieder hier lang zu fahren. Was ist denn das für ein Trecker? Was macht der Trecker? Ein schon fette Teil, Alter. Meine Frage. Weiß aber.
raus. Wie sich das hier wieder staut. Guten Morgen. Ich bin jetzt fertig mit Abladen. Wir haben es 7.54 Uhr. Da war schon wieder ein Drama gewesen. Ja, war jetzt nicht ganz so schlimm. Jetzt davon abgesehen, aber da beharre ich doch einfach auf mein Recht, ganz einfach. Oh, war ein bisschen viel. Was war gewesen? Naja, ich habe mir um 6:45 hier, ja, 6:45. Oh, Alter. Oh, 6:45 habe ich mir hier hingestellt. Oh. Jetzt durfte ich wieder gut für die Tankstellen-Boys. Wenn ich mich abkassieren habe. Ach, geil. Ich krieg vielleicht meinen Kaffee umsonst. ich stand um 6:45 hier drin. Hab alt aufgemacht, war um 6:30 fertig mit aufmachen und alt rum und dran. Und bin dann kurz vor 7 reingegangen, hab mich angemeldet. Und dann kam um 7 kam da hinten der, da wo der Stapler gerade ist. Den hat er gerade ablehnt. Und der hat auch schon alt aufgemacht, gut und schön. Er ist dann reingegangen zum Anmelden, ich saß dann schon hier drin. Und höre dann auf einmal einen Stapler. Und höre dann auf einmal, dass der Stapler da hinten ablädt. Bin reingegangen. Ich so. Nichts für ungut. Aber ich stand hier als Erster drinne. Ich will als Erster abgeladen werden. Oh, sorry, ich wusste nicht, wer hier als Erster stand. Ich so, doch, ich stand hier als Erster. Um 6:45 stand ich hier. Er ist gerade erst vor 5 Minuten gekommen. Oh ja, sorry, na warte, ich komme dann schnell. Hat er da wirklich aufgehört? Muss man halt wirklich sagen, hat er gut gemacht. Hat er da aufgehört mit Abladen und ist dann zu mir gekommen und hat abgeladen. Fand ich gut. Ja. War ich zur Tankstelle und hol mir einen Kaffee. So, ich bin jetzt hier in Dietzenbach und habe eine Ladestelle war hier in Dietzenbach. Alte Tankstelle, wo ich am Dienstag schon geladen habe. Also, ja. Wieder alles das Gleiche, mal kicken. Ich hoffe mal, mein besonderer Freund möchte mich nicht wieder laden. Habe ich kein Interesse daran. Wenn doch! Oh mein Gott! Dann sage ich nein. Das war ein geiler Lena. Tja, was soll ich euch sagen, wa? Kurz vor der Heimat mal wieder ein bisschen Stau. Ja, werde ich mal durch Berlin fahren, obwohl da auch nicht gerade besser aussah. Naja, dann nehmen wir den scheiß Stau hier halt mit und dann ist das gut. Mal dieser tolle Ferienverkehr. Sollen alle zu Hause bleiben, sollen sie da Ferien machen, das ist sowieso halt viel zu teuer. Schauen wir mal, was wird. Schafe. Fahr jetzt noch ausladen. Hab gerade angerufen. Habe angerufen. Er hat gesagt, komm rin. Komm rin. 179, er ruft an der Wache an, hat er gesagt. Müssen wir jetzt noch schnell zur Wache ran und dann geht los. Hallöchen. Ein Glück. Ich dachte schon, mein Gurt funktioniert nicht mehr. Hallöchen. Freitag, oh, müde. Wir haben 10.53 Uhr.
mache ich heute? Oh, eine Scheiße gemacht. Nee, was habe ich heute gemacht? Ich habe heute Pflege und Wartung gemacht, beziehungsweise Pflege und mein Schlosser hat die Wartung gemacht. Jetzt war ich einmal kurz noch tanken. Und dann, ja, aufsatteln. Und da habe ich Montag früh um 2 Uhr wieder losdüsen. Jawohl. Nach Bingen, ausladen, zur Rewe rüber ab 13 Uhr. Ach Gott, ey, wenn ich schon daran denke, bin ich müde. So, getankt habe ich. Jetzt fahre ich hier mal kurz nach links. Ich habe so eine neue Straße gebaut. Wir haben hier nämlich, hier hinten ist ehemaliger Russenflughafen oder Russenflugplatz, weil hier waren ja damals die Russen stationiert, da wo ich auch wohne, da waren eigentlich damals Russen in Baracken, ja, das ist Baracken, aber haben die Soldaten drin gewohnt von den Russen und jetzt haben sie hier die Straße gebaut, da vorne rechts ist ja der Hangar. Da war ich damals immer als kleiner Butschi drauf und drin, weil der strengste verboten war. Aber hat uns ja nicht gekümmert. Ja, es ist halt haufenweise kleine Baracken und all drum und dran. Das hier ist der Hangar. Ich weiß jetzt ja nicht, ob der überhaupt unter Denkmalschutz steht, weiß ich gar nicht. Ich habe gesehen, dass das hier nämlich auch rechts drin geht. Hier stehen auch öfter mal LKWs, PKWs und all drum und dran. Ich weiß ja nicht, was die PKWs hier überhaupt machen. Ist jetzt hier bestimmt so was wie so ein Sextreffplatz oder so was, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Da waren wir früher mal drin und drauf. Drauf und drin. Ja, drauf waren wir da nicht, aber drin und drauf. Ja, ich möchte mich jetzt hier mal kurz hinstellen. Und ein Bildchen machen. So, Bildchen gemacht. Ja, wie gesagt, das war hier damals ein Russenflugplatz. Da ist der Hangar, da wo die ganzen Flugzeuge oder so was alt drin waren. Einige zumindest. Und ja, wie gesagt, da waren wir mal drin gewesen. Also da oben auf dem Dach waren wir nicht gewesen. Definitiv nicht. Das war ein bisschen zu gefährlich. Aber so hier außen, auf diesem Außendach, da waren wir öfter mal drauf gewesen. Und dann kam die Security und haben uns immer versteckt auf dem Dach. Aber ich verstehe es. Ohne Witz, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Aber was haben die da oben mit dem Ding gemacht? Ist das ein Hase oder was ist das? Ein Känguru? Pissig. Unglaublich. Ja, wie gesagt, hier oben auf dem kleinen Dach, da waren wir immer drauf gewesen. Haben wir uns immer versteckt oder sind mit Soft-Airs hier rumgerannt. Haben uns gegenseitig beschossen mit den Soft-Airs. War toll gewesen. Aber du dürfst halt nicht reingehen, wegen könnt ja einstürzen und ach, so ein Quatsch. Das wäre einstürzen würde. Das ist ein riesengroßes Gelände. Hier fliegen bestimmt noch irgendwo Bomben oder so, schwöre ich euch. Und da ganz hinten, da ist Rewe. Irgendwo da. Hier könnte man so viel draus machen, ja. Aber, naja.
Wer nicht will, der hat schon. Gut, dann fahren wir zurück, aufsatteln und dann so, Feierabend. So, ja, das war jetzt gewesen. Das ist jetzt nicht mehr viel passiert. Die nächsten Wochen werden lustig. Wir sind ja gerade nur 3 Fernfahrer. Ab nächste Woche sind wir dann nur noch 2 Fernfahrer. Von 5. Ja. Wird toll. Jo. Würde ich sagen, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann macht einen Daumen nach oben. Lasst eventuell auch mal ein Abo da. Weil 300 Millionen Menschen, die meine Videos immer gucken, die lassen kein Abo da. Ich wäre jetzt so ein Multimillionär, Junge. Wenn jeder nur abonnieren würde. Aber gut, check's hin drin aber. Ja, nee, ansonsten, ja. Wartet die Wesen. Und dann, wie gesagt, Montag früh 2 Uhr, 2.30 Uhr in dem Dreh wird wieder losgedonnert und dann Nachtschicht angesagt. Ja, man kennt's. Gut, also dann, renn ich auch.